Man irgendwie nur eine Ration verbraucht. War das in Ambas da auch schon so? Ich weiß nicht, ich habe nie gerastet, weil ich immer in die Quelle gerannt bin. Über die halben Planeten. Weil das Spiel das dann einfach mal erlaubt hat. So, wir wollen nicht zu... Nicht in den Garten. Wir wollen keinen Garten. Frage, die Elfen da unten, interessiert die, dass ich jetzt hier ihre... Ich bin schon wieder halb tot, wirklich. Kann ich schlafen, bitte? Nein. Das ist eine interessante Frage. Interessiert die Sylphen, dass ich ihre Schwester gerettet habe? Ich gehe erstmal speichern für den Fall, dass ich nicht gleich. Will ich nicht gleich irgendwie zu viel Zeug habe. So. Ich habe auch hier irgendwo Fackeln. Wo habe ich denn die hin? Fackeln. Da fackel ich nicht lange und spreng eine Fackel in die Luft. Also die Laterne bietet mehr Licht. Ich bin falsch, oder? Nee, nicht ganz. So ein bisschen. Tendenziös gehe ich in die richtige Richtung. Ich kenne mich halt aus. Ich weiß, wo ich lang muss. Das ist gelogen. Meine Dummonenten glauben mir das ja noch. Nö, hier ist niemand mehr. Rette mal meine Schwester. Wir sehen uns nie wieder. So. Oder was ist das? Das ist ein Kessel. Sehr gut. Nee, hier ist gar nichts mehr. Den sitzigen Scheiß für ihre Schwester. Toll. Tolle Familie hast du da. Du wirst deine Heimat nie wiedersehen und auch nie wieder irgendjemand anderes. Gut. Ich wollte schon immer meine eigene Sexsklave. Eine Freundin mit zerrissenen Flügeln. So, hier ist irgendwo Zeug. Hier ist Straße. Gut, hier ist Mauer. Nee, Palisade. Kriegt man, wenn man LaSalle hat, ab 3 Einwohnern. Ich glaube, ich bin im falschen Spiel. So, jetzt kann ich... Kann ich noch was streichen? Oder hätte ich vielleicht nicht streichen können? Shit. So, gut. Stanneberg. Ronneberg. Moment. Falscher Kanal. So, die sind schon pennen, die Penner. Die pennen da drüben, ne? Das ist jetzt seine Frau, nehme ich mal an. Also, ich spreche ja. Sie spricht ja irgendwie keine Sprache. Also, okay, ich kann auch nicht wechseln. Oh, die Entwickler haben mitgedacht, ne? Entwickler, die mitdenken. Jetzt fängt das Spiel langsam an mir Angst zu machen. So, wo ist denn der Penner? Hallo? Ist der Koch? Hä? Wo ist der Penner? So, ich schlafe einen Moment. Ist der Typ? Ach, da. Sie hat 600 Erfahrungspunkte, hey toll, hier hast du den Kopf. Und er explodiert so, das nehme ich mal an mich. Gibt keine Probleme mehr, jetzt hat sie 800, ich bekomme 200, sehr gut. Problem jetzt ist, ich habe nicht mehr genug Platz, um irgendwas noch mitzunehmen. Gut, hat sie... Macht das jetzt um 9 oder um 10 auf, ich weiß nicht mehr. Hallo, würdest du mal bitte... Und ich laufe mit Anlauf. Jetzt macht ein 10 auf. Gut, ich bräuchte ein paar Stiefel. Kann die so einen Hut tragen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Gut, ich brauche einen ordentlichen Schatz Lederstiefel. Hat er ja Sandalen, ne? Lederschuhe. Lederschuhe machen mehr Schaden als Sandalen, kosten aber mehr. Sehr gut.
Ich kriege einmal, ja bitte. So. Voll die fette Ausrüstung. Da freue ich mich erst. Gut, kann ich mir noch irgendwas anfangen? Ein Langbogen. Ich glaube, ich habe genug Bögen. Die nächsten 5000 Jahre. So. Kann ich die. Nein, das war der falsche Bogen. Kann sie natürlich nicht benutzen. Sie könnte einen Dolch benutzen, ne? Aber dann müsste sie in den Angriff schicken. Das kannst du ja mal komplett hacken. Kann ich da Pfeile. Ich kann nicht mal Pfeile bei ihm kaufen. Was voll den Drecksladen, weißt du das? Was hat sie? Wattiertes Leder? Geschlagenes Leder. 7. Was macht das? Geh doch nach Hause und grab dich ein. Aber ich wurde dem Lal halt die Schnauze so. Gut, ich bin dann mal weg. Hat die Lernpunkte? Das ist jetzt gerade eine interessante Frage. 42. Nee, Moment, das sind. Lebenspunkte? Oh doch, die hat 42. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal Zeug umlagern und dann gucken wir uns meine Diebesgilde um. Was haben die überhaupt so für Treffenswahrscheinlichkeit? Gar nichts, okay. Ich hoffe, sie ist schnell. Hier soll ich den Geschicklichkeitstrank geben. Oder hat das irgendwelche Auswirkungen? Ja, die hat schon viel Geschicklichkeit, der könnte mir den Trank geben. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Zeug. Ich hatte das Zeug da unten schon. Ja, ich musste schon da unten einlagern, weil ich da oben keinen Platz mehr habe. Sehr gut. Kann ich jetzt schlafen nochmal schnell? Damit ich mein Ersäufnis beheben kann. Danke. Gut, dann lagern wir wieder ein. Eine Laterne und noch eine Laterne und ein Seil. Die Truhe ist voll. Ich glaube, die Anzahl der Truhen ist begrenzt. Kein Dings, da die Nahrung einlagern. Machen wir mal. Oder reduzieren wir es auf 5. Ich weiß ja, wo es liegt. So ist es ja jetzt nicht. ...34, na ganz toll. Die bleibt jetzt einfach mal bei 3. Ja, ich werde irgendwann Probleme bekommen, wenn alle meine Kisten so voll sind. Oh, ich kann da auch sogar was eingeben, interessant. Gut, dass ich das jetzt sehe. Ein Seil bitte. Kann dieser Zweihänder. Plus 12. Was macht das Ding bei ihm? Plus 8. Das wären halt nochmal 4 mehr. Ne? Also das Ding können wir auf jeden Fall schon mal. Falsche Taste. Einlagern. Ne, Moment, können wir nicht. Scheiße. Okay, dann behalte ich mal das und ich lagere ein paar Äxte ein. Das war plus 10, ne? Ich hab dafür die. Okay, wir lagern das ein. So. Habe ich gerade beschlossen, eine Laterne brauche ich aktuell nicht. Lagern wir auch ein. Äxte haben wir noch als Ersatz. Kampfstab braucht kein Schwein. Robe des Markus. Bin ich skeptisch, ob ich die benutzen soll. Ich weiß nicht, was die tut. Dann behalten wir auf jeden Fall mal. Dietriche kommt immer mit. Die kann halt schon jetzt nichts mehr tragen. Sehr gut. So stelle ich mir das vor. Und irgendwo hatte ich noch Gold und das. Das habe ich schon geplündert. Aber jetzt kann ich diese Kiste immer öffnen. Wir speichern natürlich vorher. Wir nutzen sämtliche Mechaniken, das Spiel uns entgegenwirft. Zu unserem eigenen Vorteil. So. So ist die Kiste geschlossen, wenn sie schon in Wirklichkeit offen ist. Dumme Verarsche hier.
So, Windperlen, wo habe ich die eingelagert? Ah, perfekt, Windperlen, wie viel brauche ich davon überhaupt? Ist da Gold drin? 3757 und da? 8798? Sollte das vielleicht in eine Kiste lagen, dass ich es auch irgendwie wieder finde? Da ist gar nichts drin, okay. Da sind Wunschmünzen drin. Habe ich hier noch irgendwo einen Geschicklichkeitstrank? Den würde ich auch gerne mitnehmen. Ist der vielleicht hier? Oder das Gold nehmen wir mal mit. Langschwert. Langschwert. Geschicklichkeitstrank kann ich ihr nicht geben. Testament ist völlig wertlos. Zielbogen, kann sie den benutzen? Nein. Nekromantendolch. Was ist das für ein Dieb, der keinen Dolch benutzen kann? Feuerbrand, ich habe doch gesagt, ich habe das Schwert schon mal. Eintrag 1 und 2 und ich habe die irgendwo anders eingelagert, ne? Schattenleder. Plus 8. Das nehmen wir mal mit. Und dann, so viel Gold hat sie. Wo würde ich sagen, ich lage. So, wir lagern einfach mal alles ein. Keine Ahnung, wie viel ich habe. Dann würde ich sagen, ich behalte mal ein Tausender. Tausender klingt. Wobei, ich bekomme ja, glaube ich, auch wieder Gold aus der anderen Kiste. Dann lager alles ein. Komm. Wenn so viel reinpasst. Was? Ach, ich Vollidiot. Ich muss ja hier machen. Ich Vollpfosten. Dass das niemand tragen kann, ist mir klar. Das wiegt irgendwie 5 Tonnen. Gut, Gold einlagern. Ich hoffe, da gibt es nicht irgendeinen Überlauf oder so. Wir haben jetzt minus 12 Milliarden Gold. Das ist ganz schön wenig. Ja, da hat die Finanzamt wohl die Hütte gefunden, ne? Hey, hier hast du auch nochmal 95, die Verstauung kannst. So, Heiltrank 4 gebe ich mir ihm. Kann sie nicht tragen. Geschicklichkeitstrank, den kann sie jetzt aber tragen. So. Schnelligkeit, den sauf ich gleich. Ich kann doch Schnelligkeit erhöhen, oder? Ja, Schnelligkeit geht doch einiges. 18.000. Ja. Wenn es jetzt auch Händler gäbe, wo ich was ordentliches kaufen könnte, wäre das schon toll. Jetzt hole ich mir die Heiltränke nochmal, die ich für weiß wo eingelagert habe. Ich sollte ein Buch führen. Ich sollte ein Buch führen, wo ich was einlagere. Ja. 20-seitige Liste, wo ich was gelagert habe. Das ist hier sicher Patricia, ne? Völlig falsches Spiel dafür, so. Ist aber schön zu sehen, dass ich jetzt schon wieder vergessen habe, dass ich so Zeug schon eingelagert habe. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sämtliche Kisten bei mir hier voll sein werden. War das jetzt da? Nein, es war da unten. Hallo? Danke. Da war das, ne? Ja. Nein, nicht nehmen, einlagern bitte. Bin froh, dass das überhaupt geht. Ob es da ein Maximum gibt? Ich weiß es nicht, aber wir werden es schon noch herausfinden. So, Moment, bevor wir jetzt weitergehen, speichern wir erstmal. Und tauschen das Leder noch aus, habe ich ganz vergessen. Plus 7. Plus 8. Ich kann es immer noch nicht tragen. Gut, Magier, tragen wir ihre Pfeile. Schattenleder. Senkt das irgendwelche Werte ab? Schnelligkeit 100 und... Bitte was? Schnelligkeit 91 von 95. Ah, es fängt schon wieder so an, ja.
es wird schon wieder abartig. Okay, warum nicht? Das beschlagene Riegel... Leder. So, da das scheinbar auch nicht verflucht ist, wir können es auf jeden Fall wieder ablegen. Gehen wir jetzt gleich hier weiter. So, was kann das denn? Plus 10. Plus 4. Und es erhöht auch die Lebenspunkte und die Schadenspunkte. Die Spruchpunkte. Sonst irgendwas, was du deutlich erhöhst? Magie benutzen 62. Was hat er ohne? 47. Hallo, 100% Angriffstrefferwahrscheinlichkeit. Ist auch nicht verflucht, weil, warum auch? Sehen das ja sportlich, ne? So, kann ich hier was einlagern, so spontan? Ja, kann ich. Danke, dass die voll ist. Ich habe noch mehr Kisten, ja? So einfach kriegst du mich nicht, Spiel. Was sie natürlich machen, wenn die auch noch voll sind, weiß ich noch nicht. Schatzschlüssel, Sphäre der Öffnung, die brauche ich. Geschicklichkeitsrang. Gut. Ja. Ich glaube, wir haben den ersten Wert auch bei Fähigkeiten gefunden, den wir über 100% bekommen. Ja, hier haben wir ja schon über 100%. Moment, das ist keine Prozentangabe, oder? Nee, das ist keine Prozentangabe, aber sie ist hoch. Sie ist jenseits von Gut und Böse. Ich mag das. Ich mag es schon, wie das Spiel jetzt wieder anfängt. Ich glaube, bei Amberstar hat es länger gedauert, oder? Und da wusste ich, was ich tun muss, ungefähr. Wenn auch nicht mehr zu 100%. Dann vergisst du doch einiges, wenn man so wegen Weile spielt, ne? So, gut, öffnen wir noch die Kiste und nehmen das Zeug mit. Wir hatten einen Schlüssel. Hattest du nicht den Schlüssel? Du hattest den Schlüssel, gut. Feuerbrand und Kohle. Sehr gut. Die Kampfaxt legen wir ab und Feuerbrand legen wir an. Ist auch gleichzeitig noch eine magische Waffe und... Ich frage mich, ob man die auch mit Tränken wieder aufwerten kann. So ist in der Werft jetzt endlich mal jemand da. Ich bekomme langsam das Gefühl, dass ich irgendwas übersehen würde, weißt du das? So nach, du könntest schon längst in Burnwald sein, aber du bist blind und deswegen kommst du noch niemals hin. So. Ich habe aktuell eine Geschwindigkeit von 26. Jetzt habe ich eine Schnelligkeit von 7. Das sehe ich jetzt aber gar nicht ein. Ich habe Zeit. Ja, okay, das sehe ich ein bisschen schneller. Schnelligkeit 31 plus 5. Ich nehme an, dass plus 5 das Maximum ist. Das waren eben 26, ne? Ich gucke besser nochmal nach. Schnelligkeit 26, ja. Schnelligkeit 26, sehr gut. Und da ist es jetzt 31, nicht? Jawohl, so, bei ihr ist Geschicklichkeit 88. Sehr deutsche Geschicklichkeit. Ich weiß zwar nicht, ob ihr das bringt, aber... 88, Geschicklichkeit 92, nee, das reicht noch nicht ganz. Das reicht leider nicht, Spiel, da musst du noch eine Schippe drauflegen. Ich hab's den Ambers da noch nicht weit genug betrieben. Ist die Schicklichkeit. Das Spiel ist halt großzügig mit mir. Ich habe auch richtig abgelesen. Ich prüfe es lieber. Prüfe, wer sich ewig bindet. So. Schicklichkeit 88. Und jetzt. Gut, dass ich aus Festplatte installiert auf Diskette wird das. Ja. Sehr gut, dann. Passt das ja schon, Moment, was? Oh, ich glaube, das sollte auch nicht sein, oder? Das erinnert mich irgendwie so an RPG Maker, wenn man irgendwie vergisst, irgendein Objekt passierbar zu machen oder nicht passierbar zu machen, wenn ein anderes passierbares Objekt darunter ist. Ja, ich glaube, so ähnlich funktioniert die Mechanik hier auch. So, wir hatten doch hier irgendwo...
Training und Gildenhändler. Ach, hier gibt es ja auch einen Gildenhändler, ne? Ja, leck mich am Arsch. Kann ich da Zeug verkaufen? Zeug verkaufen. Nein. So, Stärkungsviole, Gift. Oh, da gibt es auch Entgiftungsviole. Ein Diamanten. Ja, kaufe ich mal. Ich weiß zwar nicht, was ich damit soll, aber da ich ihn kaufen kann, vermute ich mal, dass ich ihn irgendwann brauche. Er verkauft Pfeile und viel wichtiger, er verkauft. Nee, nicht das. Das andere will ich haben. Entgiftungsviole. Kaufe ich auch mal zwei. Bitte beides, danke. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Tschüss. Kann ich da Zeug verkaufen? Ich habe den ganz vergessen. Ja, bitte mal dahin. So, wo kann ich... Jetzt habe ich natürlich keine Kohle mehr dabei. Das ist natürlich... Ich kann sie ja dann gar nicht trainieren. Das ist natürlich... Vom Feinsten mal wieder. Vom Feinsten. Mein Gedächtnis, das ist der Wahnsinn. Kann es gar nicht beschreiben. So, einen Moment. Und weiter geht's. Ah, ich laufe ausnahmsweise mal tagsüber rum. Jetzt merkwürdig. Können wir gerade wegen Zeug mitnehmen, das wir verkaufen können. Ne? So wegen Schrott. So, Schritt Nummer 1. Lagernaspirin, Diamanten. Nein, aber ich glaube nicht hier. Habe ich überhaupt was Wertvolles? Stahlhelm, warum nicht? Und Robe und dann lagern wir Diamanten mal ein. So, hier ist sonst nichts weiter von Interesse. Was haben wir denn hier? Zielbogen. Ich weiß nicht, gibt die mehr Geld, wenn ich sie identifiziere, bevor ich sie verkaufe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier ein brechendes Eisen.